Guten Morgen, hier sind wir in Kumarbi. Und das Mädchen denkt sich nur, warum stehen die da einfach so rum vor der Kirche und versperren mir den Weg? Ich bin ein wichtiges Mädchen. Mit Pferdeschwänzen. Die hat auch nichts zu tun, ne? Es tut mir immer leid bei diesen Spielen. Die Leute, manche, weil man denkt immer so, ach, jetzt die armen Arbeiter im Supermarkt oder sowas. Aber hier in dem Spiel, die haben übrigens was zu tun. Sie hier läuft hier nur rum und denkt sich nur, ah, fuck. Hoffentlich werde ich bald alt genug, dass ich hier weg kann. Aber ich habe... guck mal. Chaos ist satt. Ja, ich habe wieder viel Geld ausgegeben. Wie ihr auch seht, sehr viel Geld ausgegeben. Ich habe auch sehr viel verkauft. Jetzt haben wir nämlich schönen Platz. Lobt mich. Da nicht so viel Platz, wie ich wollen würde, aber ich wollte auch nicht die tollen Sachen verkaufen. Ich habe ja damals wirklich, muss ich alles weggegeben haben hier. Okay, ein paar Sachen. Dass das hier, ne? Dass diese Extras, der Pfeil, die Bombe und so, dass die was einnehmen. Ein Itemplatz, finde ich ein bisschen frech. So, ich habe nämlich ein paar Waffen, ein paar Gegenstände behalten. Ist ja auch egal. Jetzt werden wir aber, ich habe natürlich auf euch gewartet, wir lassen uns überraschen. Wir haben es nämlich. Wer hätte das gedacht? Warte, ich muss mal ganz gucken. Ich glaube, ich habe es vergessen. Man kann es ja nicht falsch machen. Ich glaube auf 4. Ich wollte aber, bevor wir das machen, natürlich wollen wir uns angucken, weil wir das ja so toll finden. Warte, meine Stimme geht weg. Eieiei. Oh nein. Nicht schon wieder Erkältung. So, und man sieht ein bisschen, dass es nicht weit gekommen ist mit dem, was sie gelernt haben, aber was soll's, egal. Machen wir ein anderes Mal. Wir haben Chaos, Wind, Stamm, Lufti, hat Clownschlag. Natürlich. Weil wenn ich sowas sehe, so einen Libellen, Bienen, whatever, Insekt, denke ich auch, oh nein, bitte nicht mit deiner Klaue schlagen. What the fuck geht hier ab? Als nächstes haben wir Stamm, Harpy. Weißt du, da wird deine Biene einfach mal zu einem Adler. Eine Harpie, okay. Schnabel und Eisenklaue. Macht mehr Sinn. Macht Sinn. Ist Wind, macht alles Sinn. Als nächstes haben wir Pegasus. Wenn, weißt du, da kauft man sich einen Vogel, einen Papagei oder sowas, und eines Tages füttert man den irgendwie so, oh hier, ich habe die Frucht, die habe ich draußen gefunden. Möchtest du die essen? Die sieht so lecker aus. Dilde, dilde, dilde. Hast du plötzlich ein Pferd einfach in deiner kleinen Wohnung irgendwie rumstehen. Super. Auf jeden Fall haben wir einen Pegasus. Kurzschluss, Finale und Luftangriff. Kurzschluss. Bei dem Pegasus oder bei mir jetzt? Naja, okay. Luftangriff. Ja, Pegasus fliegt ein bisschen hoch und haut dich dann. Tut bestimmt weh. Ist trotzdem seltsam. Finale finde ich ein bisschen. Finale. Oh, Pegasus. Und dann haben wir... Pegasus entwickelt sich zu Hyperion. Sind das unterschiedliche? Wir füttern die und wenn sie gefüttert sind, gehen sie weg und sagen, ja, ich bin satt, weiß ich muss ja mal schlafen. Ich hole jetzt einen Kumpel. Und dann kommt einfach ein Harpy und sagt, ich helfe euch jetzt. Also so, du kriegst einfach neue Verbindungen, neue Connections, neue Freundschaften. Und dann kommt der Pegasus, wenn der erstmal satt ist, sagt er, oh, ich gehe jetzt in den Stall. Ich hole mal Hyperion. Eisenfaust, Wirbel und keine Ahnung. Sieht das nicht aus wie ein Oger mit Windel? Ich komme nicht klar damit, was das ist. Was ist ein Hyperion? Das sieht aus wie ein Oger, der gerade irgendwas trägt vom Feld. Irgendwas auf dem. Er hat auf der Schulter auf jeden Fall irgendwie einen Beutel und hat eine Windel. Soll das Flügel sein? Ich habe keine Ahnung. Zum Glück ist es jetzt ja so, dass wir sowieso weg sind. Also, ich glaube, egal, wir machen's. Man kann ja keinen Fehler machen. Und ich hab's gleich richtig gemacht, weil ich so toll bin. Wir haben nämlich nur eine Sternfrucht. Oh! Hyperion geht, weil er jetzt sagt, ich muss vielleicht doch mal auf Toilette und bringt uns einen coolen Drachen. Also, es sieht ein bisschen seltsam aus durch die Pixelgrafik, aber man erkennt, dass es ein Drache ist. Ein Winddrache mit Tornado, Drachenklaue und Kurzschluss. Kein Finale. Ja, dann nehmen wir den erstmal, ne?
Cool. Also haben wir jetzt einen Winddrachen. Oder Kraos immer noch. Heißt aber immer noch Kraos, also muss es Kraos sein. Meine ganze, weiß ich, versuche das Spiel zu erklären. Und das Spiel nur so, nein. Wir machen keinen Sinn. Gut, wollen wir mal rausfinden, was hier für ein Prophet ist. Hallo. Ich will auch mal zum Tempel in den Norden. Dort ist bestimmt was los. Das hat noch nie jemand gesagt. Ich möchte meinen Tempel, da ist bestimmt was los. Da tanzt die Katze auf dem Hund. Ob im Tempel jetzt wirklich ein Überwesen lebt? Okay. Der, übrigens, als ich hier gespeichert habe, der hatte nichts gesagt. Ha. Warum sollte ein Überwesen sich gerade diesen Tempel ausgesucht haben? Weil es der einzige Tempel ist, der irgendwie in der Nähe ist. Vor einigen Tagen sah ich ein merkwürdiges Paar zum Nordtempel laufen. Gleich danach kam dieses mysteriöse Licht. Ein Paar? Ein Paar? Ich wollte zum Tempel, doch es gab zu viele Monster. Ja, wie immer, ne? Wir haben im Norm gute Zauber, der sagt uns nichts weiter dazu. Ich glaube aber... Muss alles nicht. Sog! Ah, Sog ist so teuer, aber ich bin überlegen, ob ich Sog jetzt einfach mal ihm gebe. Das war sehr teuer, aber hat er sich verdient. Weißt du, Maxim will auch mal ein bisschen saugen. So. Ein Licht wurde vor einigen Tagen bei dem Tempel im Norden gesehen. Es war ein tolles Spektakel. Fast wie zu Silvester. Ihr kennt Silvester? Der Tempel war noch nie bewohnt. Doch seit dem Auftauchen des Lichtes leben dort Monster. Ja, hättet ihr mich mir vorher reingelassen, ihr Vollidioten. So. Okay, was mit den Propheten? Haben die nicht gesagt, hier ist ein Prophet? Ich bin verwirrt. Ein Prophet soll aufgetaucht sein und den Untergang der Menschheit oder sowas. Egal. Dann gehen wir weiter. I guess. Das war jetzt bloß sehr seltsam. Müssen wir Edura immer noch hinterherlaufen oder was? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Oh, Tornado gleich. Der ist ja schnell. I like. Ja, okay. Aber trotzdem 300. Schafft sie auch 100? Oh ja. Ja, dann. Gerne doch. So, nehmen wir einfach mal mit. Obwohl, kommt doch mal, was für Gegner da vorkommen. Nee, warte mal. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Wir haben die Frauen gerettet. Er ist wieder weggelaufen. Dann haben wir rausgefunden, dass die Höllenfürsten einfach ein Jahr gewartet haben. Warum auch immer. Dass es jetzt neben Gardes, den wir besiegt haben, noch 3 weitere gibt. Und die sollen kommen. Und die haben gesagt, töte mal das Baby. Aber mach es nicht wirklich, sondern entführe es nur. What? Es regt mich immer noch auf. Töte es doch einfach. Wenn die es aufgetragen haben. Er wurde aber besiegt, wieder mal, zum 5. Warte mal, das Baby, das ist schon lange her. Dann hat er das Baby aber... Er kann doch das Baby jetzt doch töten. Die Tante von Celan kann auch nichts dagegen tun. Was ist denn das für ein Anime-Scheiße hier? Ah, oh, ich hab's probiert. Oder hier Pinky in the Brain und so weiter. Wo sie immer eine tolle Idee haben und dann aufgeben, weil sie Pech hatten. Hä? Mach doch einfach nochmal. Auf jeden Fall ist Edura dann weitergegangen, entführt Frauen, um Gardes wieder zu beleben. What? Aber er sagt nicht warum. Er hat einfach nur die Frauen entführt, aber sonst nichts mit denen gemacht. Dann sind die Frauen jetzt wieder, er könnte sie wieder entführen. Ich meine, er hat sie mit einer... Edura kann also auch mit einer Flöte... War das eine Flöte? Ich glaube schon, ne? Mit einer Flöte junge, noch nicht vergebene, also noch nicht Kind... Ich glaube, es geht darum, ein Kind zu gebären. Weil die anderen hatten bestimmt schon Sex. Das heißt, Frauen, die noch nicht ein Kind geboren haben, kann er mit einem Flötenlied zu sich rufen. Müsst ihr mal überlegen. Und er hat es jetzt plötzlich einmal gemacht und nö, dann geht er weiter. Und jetzt geht er in den Tempel und hat ein Spektakel gemacht und bringt ein Monster in den Tempel. Was ist das? Den verstehe ich nicht. Ich verstehe Edura nicht. Das ist so ein seltsamer Endgegner. Bitte Erklärung in die Kommentare. Ich habe ein ungutes Gefühl. Bitte seid vorsichtig, wenn ihr geht. Ach, jetzt plötzlich darf ich, ne? Oh, Löwen. Gegen die haben wir als Endgegner gekämpft. Aber ist das nicht total das super Spiel für die Leute, die schon immer
absolut nerven. Das sind wie, wisst ihr was, das sagt man ja manchmal zu so Gluten, die dann nichts glutenig können oder Veganer oder sowas. Für mich sind es die Leute, die immer wieder sagen müssen, ah nee, weißt du, Random Encounter, also Gegner, die erscheinen, ohne dass man sie sieht, das ist ja sowas von nicht mehr aktuell. Das sagen sie schon seit über 20 Jahren. Aber ich denke, es kommt doch auf das Spiel drauf an. Und Lufia, da sieht man die Gegner. Also habt ihr doch eure Spiele schon gehabt. Und es gab viele Spiele, wo man die Gegner sieht. Wirklich. Die Leute sind einfach so... Es ist schlimm, wie Leute ohne Ahnung oder Erfahrung oder Hirn immer ihre Meinung rausposaunen müssen, ne? Wo ich immer denke, ist doch gar nicht ganz einfach. Wenn du von etwas keine Ahnung hast oder keine Erfahrung oder sowas, dann halt doch einfach die Fresse. Aber okay. Aber dann sagen sie, das war ganz schlimm bei, als der Mainstream kam. Ich glaube, mit der Xbox 360 und sowas fing das an. Auf jeden Fall nach der PlayStation 2. Und da kam dann mit PlayStation 3 und sowas. Und dann kamen die ganzen Leute und gesagt, was spielst du denn da? Das ist ja 2D. Ugh. Und ich so, what? Was labert ihr eigentlich? Na, okay. So, Was mochten die nochmal nicht? Ich weiß es gar nicht. Aber guck mal. Wir könnten einfach mal Frostfluch oder sowas machen. Bisschen Verschwendung, oder? Hauen wir einfach mal zu. Drachenklaue, 33. Wow. Kraos, 74. 117. 233. War aber auch, glaube ich, critical, ne? Also Kraus gefällt mir. Umgefallen. Zum Verschieben. Wohin sollen wir das schieben? What? Wartet. Das ist doch ein Trick. Ihr könnt mir doch nicht... Nein. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie es gemacht haben, nur um einen zu ärgern. Kann ich die wegbomben oder so? Ah, kriegen wir vielleicht jetzt das, womit wir die Steine aus der allerersten Höhle entfernen können? Ich hab nämlich keine Ahnung mehr. Das habe ich voll vergessen. Und vielleicht ist ja hier irgendwas versteckt drunter. Wir gehen einfach mal weiter. Können wir nicht. Gut, dann gehen wir nicht weiter, sondern ich hatte doch recht mit der Annahme, dass hier irgendwo was versteckt ist. Muss ich doch eine Bombe legen? Ah, okay, ich habe die Bombe gelegt. Okay, Gate. Einfach mal Intuition folgen und nicht gleich wieder annehmen. Ach, habe ich nicht. Hat ein weiser Mann nicht mal gesagt, einfach mal die Fresse halten? Aber ich doch nicht. Ich bin doch toll. Ich bin so toll. Blitz und Feuerball. Blutball, ich weiß. So. Das war jetzt ein bisschen lame, dass er das gemacht hat. Das Rechte, ne? Das Monster. Die Rechten sehen aus wie Cthulhu. Also, einige denken sich jetzt so, oh geil, die ganzen Tentakeln über meinen Körper. Und so. Mega nice. Und ich denke mir nur so, wow, unheimlich. Aber es war schon immer so. Seit dem Klischee, dass so Tentakelmonster in japanischen Hentai und so. Ja, komm jetzt. Okay, steht er da einfach. Da hat er gerade plötzlich sich so gedacht, warte, ich muss jetzt ein bisschen über die Welt nachdenken. Warte, habe ich heute den... Also sind ja zwei. Wir haben zusammen geredet oder sowas, aber der stand da einfach nur. Habe ich den Herd ausgemacht? Heute gab es noch lecker Zebra. Da war ich so begeistert, dass ich gar nicht mehr weiter drüber nachgedacht habe. Yay, Kraus. Oh, das Level war sehr sehr gleichmäßig, nicht abwechslungsreich. Gleichmäßig eigentlich, ne? Kurzschluss. Einfach Blitz. Nice. Das war nicht so nice. Oh, stimmt. Wir wollten ja... Wir brauchen ja noch ein bisschen Hass, wollte ich jetzt schon sagen. Wut, Zorn. Andere Synonyme. Um die neuen Sachen hier. Um den Würger und sowas. Düster Juwel, düster Auge. Oh, alle düster. Und trotzdem ist er nicht so schnell. Oh, der Hundi. Bluthund. Ich habe das Gefühl, wir kennen das alles schon. Also, wenigstens die Farbe könnt ihr ein bisschen ändern. Ha. Oder sind die Farben geändert worden? Wer hat denn eigentlich den armen Hunden ein Halsband angelegt?
Ich meine, sind das nicht die Mohnhunde? Wenn wir müssen ja zum Zahnarzt. Die armen Hunde. Kriegen nichts Gutes zu essen. So. Irgendwann brauchen wir ja den neuen. Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ist das, damit man sich wieder runterfallen lassen kann? Ha? Ha? Ist es das? Wir probieren es aus. Weiß nicht. Ich habe das Gefühl, die wollen uns verarschen. Die ganze Zeit. Weißt du, das ist so Lufia. Ist so ein Troll von damals. Bloß in gut. Dekar-Schwert. Dekar. Du musst das Dekar-Schwert bekommen. Weil es dein Schwert ist. Dekars mächtiges Schwert. Die KP des Gegners werden nochmal die Hälfte reduziert. Wieso hat Dekar dann hier in diesem... Was? Warte mal. Vorne stand ja dieser Priester. Und hat uns nicht reingelassen. Ist der Priester ein Fan von ihm? Der war in Wirklichkeit hier in Rusalka. Und war voll verknallt. Und hat gesagt, boah, Dekar ist so cool. Und dann, oh mein Gott, ich muss innehalten mit meinen Gefühlen. Und dann ist er rübergefahren mit dem Boot. Und ist da jetzt Pfarrer geworden. Abstinenz. Und hatte gesagt, ich habe dieses Schwert für ihn geschmiedet. Ich werde es ihm aber niemals geben können. Und ich werde es in diese Truhe reinpacken. Und jetzt durch Zufall hat Dekar es gefunden. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, okay. Die Stärke geht runter. Ja, Dekar-Schwert, ne? Machen wir das mal. Warum auch nicht? Haha, ich bin so clever. Nope. Diesmal hat sich das Spiel gesagt, diesmal nicht. Was soll das dann? Sie wollt mich doch verarschen. Irgendwas ist doch. Guck mal, warum ist der hier? Damit man sich hier rüber holen kann. Warte, guck mal. Das ist doch so gedacht. Ganz einfach, ne? Aber warum haben wir den hier? Oh. Man fällt nur runter. Ich fühle mich so verarscht. Ich werde ja eh wieder nachgucken, wahrscheinlich. Aber was soll's. Okay, tschüss. Ich mach mal trotzdem hier. Zelda-mäßig trotzdem an. Und dann, vielleicht ist das einfach nur, um einen zu trollen. Zu sagen, dachtest du, dass das was wird? Dachtest du wirklich, wir machen das Gleiche nochmal? Dachtest du wirklich, unsere Gegner sind gleich, ja, aber dachtest du wirklich, wir machen gleiche Geheimnis nochmal? Nö. Bisher ist das so dämlich. Kann ich den rausschieben, um hier runterzukommen? Das könnte sein, oder? Kann ich mich hier runterfallen lassen? Warum springst du nicht einfach? Aber ich glaube, man kann nicht rausschieben. Wir können ja mal ausprobieren, warte. Oh, warte. Das wäre ja das Einzige. Nope. Weißt du, das ist einfach zu hoch. Der will nicht dadurch. So, hallo. Ja, hallo. Der ist diesmal waren sie ein bisschen, wie es vorher Endgegner waren und jetzt ganz normal Gegner. Tornado, wir haben keine Chance, ne? Ich will noch nicht nachgucken. Ich gucke immer, nachdem wir durch sind, gucke ich nach. Warum ich jetzt ein bisschen durcheinander bin, ich muss mehr reden, ich weiß. Weil ich an eine Sache nachdenke, aber ich darf nicht darüber reden, weil es ein Spoiler wäre. Und deshalb ist es jetzt gerade schwer. Ich kann jetzt nicht laut denken. Na, was soll's. Also, wir haben... Garles Klinge bleibt noch. Jetzt haben wir aber... Guck mal, jetzt ist er umso stärker. Noch mehr Angreifer. Was macht der nochmal? Erhöht die Abwehr. Besonders stark für alle. Das ist doch schön. Schattenmacht. Warte. Warum wollten wir das? Ah, die Magieabwehr. Genau, weil Edura. Schon gut. Die Magieabwehr höher machen.
Weil alle anderen... Okay, nein, außer er. Okay, weil ich überlege, ob wir ihn nicht jetzt... Guck mal, ein Krebsstein. Das ist schon ziemlich gut. Einfach mehr Abwehr, weil ich habe das Gefühl, hier gibt es nicht viele Magier. Das heißt, wir könnten ihm einen Pferdestein geben, dann wird er noch stärker. Oh, ja, nice. Außerdem passt es zu ihm, oder? So ein richtiger Hengst. Und das hier noch mehr Abwehr oder so, oder Stärke, Muskelring. Boah, nee, aber wir müssen Abwehr. Zombie-Ring. Da könnten wir die Magieabwehr erhöhen. Aber nein, die meisten greifen normal an. Okay. Idura macht Magie, das war's. Hallo Medusa. Oh süß, eine SD-Medusa. Oh, die uns so böse anguckt und sagt, oh mein Gott, mein Conditioner, ey, das ist so schwer, ihn einzureiben. Ich werde immer gebissen. Und die hält aber was ab. Wow, was war das denn? Da müssen wir uns nochmal drüber nachdenken, was das wird. Und was ist das hier? Nee, ernsthaft, dann hast du die Schlangen und die Schlangen alle weinen, weil sie die ganze Zeit dann Shampoo im Auge, in den Augen haben. Und außerdem ist es nicht schön, durchs Harz durchzugehen, weil es die ganze Zeit so glitschig ist. Das sind alles schon Schicksale hier. Dün, 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 dün. Was ist denn das immer hier mit ihm? Warum greifen sie nicht immer ihre besten Angriffe an? Einfach keinen Bock drauf. Kapselmonster sagen, ja, wir haben auch manchmal einfach keine Lust. Ist ja nicht so, dass wir hier um Leben und Tod kämpfen. Ah, warte. Ich glaube, schaffen wir so. Ja, jetzt so. Ne? Dann sagt er, okay, dann kriegst du Tornado. Jetzt, wo nur zwei Gegner nur da sind, ist okay. Nee, ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, wir haben es übersprungen. Sollte ich noch woanders hingehen? Ich habe vorher mit keinem geredet. Ich habe gespeichert und habe gesagt, jetzt mit euch rede ich jetzt mit den Leuten. Oh. Mein Gott, was hatten die denn hier mit ihrem Tempel wieder? Was für ein großer Tempel auch. Das musste jemand bauen. Da waren Leute und haben diesen Boden hier schön gelegt. Weißt du? Und dann, wofür ist denn dieser Boden? Der ist einfach nur für eine Treppe. Und sonst gar nichts. Keine Bücher oder so, heiligen Schriften oder ein Gemälde. Nö. Und davor bitte eine Flamme, damit die Tür immer nur in eine Richtung aufgeht. Zur Sicherheit. Aber für was für Sicherheit? Was wird denn hier beschützt? Gar nichts. Dieser lange Durchgang. Oh mein Gott, okay. Also. Angriff ist nicht die beste Verteidigung hier. Wir müssen mal schauen. Machen wir mal Blitz. Ich habe keine Ahnung. Und Blutball. Weil scheinbar ist eine Medusa super gut in Abwehr. Keine Ahnung. What? Nee, das war gar nicht so... Das war aber auch nicht gut. Blitz ist besser. Sehr seltsam. Okay, wartet. Wir machen wir das nochmal so. Ich will nämlich gucken, ob Wasser mehr ausmacht. Wasser gegen Medusa? Ich habe keine Ahnung. Will sie sich nicht waschen oder so? Nee, es war auch schlecht. Was hilft denn gegen die Medusa? Jetzt im Real Life meine ich auch. Oh, hi. Oh, guck mal, wir haben einen Kopf. Das ist auch selten. Dass man, wie heißt Dulahan oder sowas, mit dem Kopf in der Hand sieht und der Kopf guckt ganz böse, wo ich dann denke, okay, du wurdest also geköpft. Mehrere. Drillinge. Drillinge wurden geköpft und haben alle sich gedacht, weißt du was, wir werden jetzt untot und halten unseren Kopf einfach in der Hand. Kann man aber nicht mehr machen damit. So, hier hast du Blitz und Wasser. Nee, komm, machen wir Glut. Okay. Dankeschön. Ein reiner Angreifer hier. Okay, das war richtig Dreck. Ich kann nicht aufhören hinzugucken. Das ist besser. Blitz war besser. Und daneben. Oh nein, weil er untot ist. Nein. Guck mal, DK. Deshalb habe ich ihn verbessert.
Sehr schön. Dekar greift auf jeden Fall an. Dieser Kopf, das machen sie bei anderen auch nicht, oder? In welchem Spiel haben sie es gemacht, wo wirklich dieser Ritter noch seinen Kopf hat mit den wellenden Haaren? Und dann guckt er böse. Okay, Celan, KP 11, MP 8, schon mal super. Stärke 2, Bewegung 1, Intelligenz 5. Ja, okay. Nicht viel Abwehr und so, aber war nicht schlecht. Was für ein wunderschöner, langer Gang. Das brauchen wir. Das ist doch eine Falle. What the fuck? Das ist, als ob wir gegen Steine, gegen magische Steine spielen. Ist auch gut. Aber wir haben eine Löwentatze gefunden. Oh, yeah. Löwentatze. Eine mächtige Tatze aus der Welt der Tiere. Wer hätte das gedacht bei Löwentatze? Trifft den Gegner mit doppelter Kraft. Satansbiss. Warum auch immer Löwentatze. Okay. Ah, die Bewegung geht damit so runter. Wir haben ihm noch extra ein Wirbeljuwel gegeben. Aber die Stärke, uff. Aber die Abwehr geht... Nee, der Wirbeljuwel ist einfach gut. Und das düstere Auge... Oh, wow, Maxim. Das düstere Auge ist so nice. Wie ist mit dir? Guckt mal, wie das aussieht. Aber die Intelligenz geht um 20 runter. Ja, nee. Pferdestein, Löwentatz... Okay. Wäre nur gut... Oder ein bisschen schneller kriegt er die Löwentatze mit dem Satansbiss. Warum auch nicht? Aber irgendwie sind die Dungeon in letzter Zeit ein bisschen linear, ne? Als ob, da kommt noch besser, keine Sorge. Aber es ist ein bisschen so, als ob sie gerade sagen, wir müssen die Geschichte jetzt vorführen. Aber wir haben gerade keine Ahnung wie. Bisschen schade. Dass ich das mal sage, aber das hat Luffy 4 besser hingekriegt. Oh, Luffy 4 hat nicht mal viel Geschichte. Ich musste gerade was Nettes sagen. So. Luffy 4 ist gar nicht so scheiße. So, zufrieden jetzt. So. Huch. Oh, warte. Ich glaube, ich wurde schon wieder verarscht. Weil die kann man ja gar nicht... Ah, nee. Ganz einfach. Oh, warum, was ist denn hier? War da vielleicht irgendwas? Egal. Ansonsten gehe ich später nochmal hin. Das sieht doch nach Rissen aus und nach extrem Feuerzauber. Das sieht super creepy aus. Andere versuchen, einen flammenden Schädel hinzubekommen, aber der war wirklich unheimlich. Und der wurde plötzlich blau. Das hat uns gesehen und das Feuer wurde noch heißer. So. Wutschädel, hier habt ihr Tornado, damit mache ich euch aus. Und Aquata. Oh, warte. Jetzt muss Maxim sich mit einem Meister-Kapselmonster. Okay, 100. Komm, Maxim, das schaffst du doch. Du bist doch besser als ein Drache. Okay. Aber Tornado war das Richtige. Warum auch immer. Ich denke mal, weil sie fliegen oder schweben oder was auch immer. Jo. Also, man kann... What the fuck? Was? Satansbiss! Oh, das kann DK auch. Man kann... Weißt du, wenn man vergleicht, ne? Das ist ja meistens irgendwie bei... Was? Was soll ich sagen? Wenn du irgendwie... Da ist ein Typ mit seiner Freundin und ein anderer Typ kann was und er denkt, oh, das kann ich auch. Und dann ist es erstmal so, weißt du, dein Ego, und das ist schon schlimm genug, dass dein Ego dich veranlässt, dass du irgendwas machst. Und dann, so schlimm kannst du nicht werden. Und Maxim nur so extrem, extrem schlechter mit der Magie als der Drache. Das war ein bisschen sehr peinlich. Und dann kommt Guy, warte, lass mich das machen daneben, weil es untot ist. Ja, die Gardesklinge ist nicht mehr so toll, ne? Daher weiß ich jetzt nicht. Dann hau einfach mal zu und du machst auch Tornado. Wollen wir mal vergleichen mit dem, mit Celan? Ist natürlich jetzt unfair, weil jetzt muss ich nur auf einen zaubern. Aber er hat 300 geschafft, der Drache.
Boah, Kraus ist schon cool. Ja, Entschuldigung.